Gründe zum Verstecken gibt es in Dortmund zurzeit genug. Die Tabellenführung in der Bundesliga ist der BVB seit Samstag los und in der Champions League droht nach nur einem Punkt aus drei Partien das frühe Aus. Gegen Apoel Nicosia will Schwarz-Gelb den Turnaround schaffen und die kleine Chance auf das Achtelfinale am Leben erhalten. Wenn da noch eine Chance ist, wie klein die auch ist, dann muss man dafür gehen. Also, das werde ich machen. Und das wird die Mannschaft auch machen. Aber auch das Spiel morgen ist wichtig für uns. Wir können auch an unserer Spielweise, unsere Vertrauen arbeiten. Also für mich ist das morgen ein ganz wichtiges Spiel. Ein Sieg gegen das Team aus Zypern würde auch den Druck von Trainer Peter Bosz nehmen. Dem BVB-Coach wurde zuletzt vorgeworfen, dass seine Mannschaft zu unflexibel sei und er keinen Plan B zur Hand habe. Bosz will aber an seiner Vorgehensweise festhalten. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir gesprochen haben und gearbeitet haben am Plan A. Weil Plan A war nicht richtig gegen Hannover. Wenn wir Plan A sehr gut gemacht haben, dann haben wir auch nicht vielleicht diese Frage bekommen. Also ich habe sehr viel gesprochen und gearbeitet am Plan A. Gegen Nicosia sollte dieser Plan A dann aber auch funktionieren. Denn patzt der BVB gegen den Underdog erneut, dürfte der Druck vor dem nachfolgenden Bundesligaspiel am Samstag enorm werden. Denn dann kommt niemand Geringeres als der FC Bayern.